Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's von mir für euch die Neuerscheinungen aus dem März 2024. Dieses Mal gibt es irgendwie eine kleine Besonderheit, weil ich euch nämlich auch noch Bücher oder eine Buchreihe auf die Liste gepackt habe, die eigentlich schon erschienen ist. Aber sie bekommt im März ein neues Cover. Und ich finde, das zählt auch irgendwie als Neuerscheinung, denn ich als Self-Publisherin weiß, dass zumindest in dem Bereich, in dem ich veröffentliche oder bei dem Anbieter, bei dem ich veröffentliche, wenn ich da nur im Buch ein Komma neu setze und einen neuen Datensatz hochlade, ist das quasi ein neues Buch mit neuer ISBN, genauso wie wenn ich eben das Cover ändere und dementsprechend zähle ich diese Reihe jetzt einfach mal als Neuerscheinung, aber das werde ich euch dann, wenn wir an dieser Stelle sind, auch nochmal genauso sagen. Starten wir mit dem ersten Buch und da wartet, glaube ich, die ganze Buchbubble ganz gespannt drauf. Das Englische ist ja jetzt im Februar schon erschienen und jetzt am 7. März kommt dann endlich auch die deutsche Ausgabe von Crescent City 3 auf den Markt. Ich denke, zu Crescent City muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Sarah J. Maas ist einfach mal wieder eskaliert. Ich kenne auch ein paar, die es schon gelesen haben. Was sie davon halten, werde ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 3 vorlesen. Und das ist bei mir in meinen Neuerscheinungsvideos eben normal. Wenn ein Buch erscheint, lese ich auch genau den Klappentext vor, egal ob es sich um Band 1, 2, 3 oder 40 handelt. Also wer diese Reihe dann zum Beispiel noch nicht gelesen hat oder nicht gespoilert werden möchte, der skippt jetzt einfach weiter. Ich sag's gleich, der Klappentext zu Crescent City 3 wird ein bisschen spoilern eventuell. Also nochmal klar und deutlich, wer Band 1 und 2 oder 2 noch nicht gelesen hat, der skippt jetzt mal kurz weiter, bis ich das nächste Buch vorstelle. Achtung, es geht los. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Bryce Quinlan hätte nie gedacht, einmal eine andere Welt als Midgard zu sehen. Aber jetzt, wo es passiert ist, will sie nur noch zurück. Alles, was sie liebt, ist in Midgard ihre Familie, ihre Freunde, ihr Gefährte. Als Gestrandete in einer fremden neuen Welt wird sie all ihre Cleverness benötigen, um wieder nach Hause zu kommen. Und das ist kein leichtes Unterfangen. Denn woher soll sie wissen, wem sie vertrauen kann? Hand Atala steckte in seinem Leben schon in zahlreichen ausweglosen Situationen, aber diese könnte die auswegloseste von allen sein. Nach ein paar kurzen Monaten, in denen er all seine Träume wahr zu werden schien, ich glaube, das er ist da zu viel, befindet er sich wieder in den Kerkern der Asteri, seiner Freiheit beraubt und ohne einen Hinweis darauf, was mit Bryce geschehen ist. Er will ihr unbedingt helfen, aber bis er sich aus den Fängen der Asteri befreien kann, sind ihm buchstäblich die Hände gebunden. Am 12. März erscheint das Spin-off zur Die Tiermagierin-Reihe, die ich ja so sehr geliebt habe. Und das Spin-off wird auch wieder Tiermagierin heißen, aber die dunkle Tiermagierin. Bin schon sehr gespannt. Klingen und Rosen ist der komplette Titel des Buches. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, ob mich die Reihe oder ob uns die Reihe genauso begeistern kann wie ihr Vorgänger. Die Verbindung zu magischen Wesen ist für einen Tiermagier so selbstverständlich wie das Atmen. Sie endet erst mit dem Tod oder wenn man wie Gage von den Toten auferweckt wird, um als unsterblicher Assassine zurückzukehren. Gage weiß nicht, ob er sich an dieses neue Leben gewöhnen kann oder ob er Kost je verzeihen kann, dass er es ihm auferzwungen hat. Als Anführer der Assassinen ist es Kosts Pflicht, dafür zu sorgen, dass es seinen Leuten gut geht. Aber als derjenige, der für Gages Qualen verantwortlich ist, kann er nur dabei zusehen, wie der ehemalige Tiermagier mit seinen neuen Fähigkeiten und dem Verlust seiner Tierwesen kämpft. Gage schafft es einfach nicht, die Schattenmagie der Assassinen zu bändigen. Aber unkontrollierte Magie ist gefährlich. Sehr gefährlich. Einen Tag später, am 13. März, kommt der dritte Band der Dark Sigils-Reihe auf den Markt. Da haben wir jetzt ja wirklich eine Weile drauf gewartet. Aber Vorfreude ist ja bekanntermaßen die schönste Freude. Ich finde das Cover auch wieder super, super schön. Es ist einfach lila, genau wie Klingen und Rosen auch. Also für mein nächstes Rainbow-Book-Video könnte ich dann auch eins davon mal nehmen für die Farbe lila. Ja, aber worum geht es in Band 3? Der Mirror. Bis vor kurzem war diese Welt für Rain nur ein schimmernder Umriss am Himmel über London.
Doch nun will Adam sie zur Mirror Lady ernennen und damit das Schicksal aller in ihre Hände legen. Während Rain noch versucht, sich durch die Intrigen und Machtspiele der Oberen zu navigieren, tobt in der unteren Welt längst Krieg. Denn die Chaosmagie, die Adams Mutter entfesselt hat, greift weiter um sich. Da stößt Rain auf ein Geheimnis ihres verstorbenen Vaters. Es könnte die Rettung oder den Untergang bedeuten, für ihre Liebe und für die ganze Welt. Ebenfalls am 13. März erscheint im Hause CBT ein neues Buch, das da heißt Ocean Hearts Capture the Stars. Es ist ein Reihenauftakt und spielt auf einem Kreuzfahrtschiff. Da hat mich direkt so ein bisschen an Bad Influence von Stefanie Hasse erinnert. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Ich bin ja nicht der größte Schiffe-Fan. Also ich werde vermutlich auch in meinem Leben niemals eine Kreuzfahrt oder sowas machen. Irgendwie reizt mich das nicht. Ich entdecke lieber das Land mit dem Auto. Auch wenn das bei Kreuzfahrtschiffen oder bei Kreuzfahrten auch machbar ist, weil man ja Landtage hat. Aber trotzdem, irgendwie reizt es mich nicht. Aber ich bin gespannt, wie die Autorin das hier umsetzt mit der Kreuzfahrt und der Geschichte, die eigentlich hinter der Protagonistin steckt. Als Carrie eine Stelle als Kellnerin auf dem modernen Luxuskreuzfahrtschiff Ocean Heart antritt, hat sie nur ein Ziel, ihre Mutter wiederzufinden, die ohne eine Spur aus ihrem Leben verschwunden ist. An Bord begegnet sie unverhofft Eden, ihrem Kindheitsfreund aus dem Heim. Aus dem verschlossenen Jungen mit den sturmgrauen Augen und der Liebe zu den Sternen ist ein attraktiver Mann geworden. Jedoch scheint er aus irgendeinem Grund nichts mehr von Carrie wissen zu wollen und lässt sie abblitzen, um mit seiner Clique die rauschende Partys an Bord zu genießen. Verletzt beschließt Carrie, sich auf die Suche nach ihrer Mutter zu konzentrieren. Aber schon bald kreuzt sich ihr Weg erneut mit dem von Eden und zwischen ihnen fliegen die Funken. Gefühle, die unter einem schlechten Stern stehen. Denn Verhältnisse zwischen Personal und Gästen sind strengstens verboten. Und nicht nur die Regeln stehen zwischen ihnen. Und ein weiteres Buch wird am 13. März das Licht der Welt erblicken und auch von keiner unbekannten Autorin hier auf BookTube, nämlich die liebe Tammy Fischer, auch wenn sie keine Videos mehr macht, hat es ja als Autorin mittlerweile sehr weit gebracht und bringt ein neues Buchbaby auf den Markt, das da heißt Brady Scandalous, nichts ist heißer als Rache. Das Cover verspricht irgendwie eine lustige Geschichte, aber wenn man sich den Klappentext so durchliest, startet es gar nicht mal so lustig. Also ich bin gespannt, was davon besser passt im Nachhinein. Sarahs Welt bricht zusammen, als ihre Zwillingsschwester nach einem Jahr Funkstille verängstigt und mit blauen Flecken übersät wieder auftaucht. Peyton wollte sich an der Columbia University in New York ihren Traum vom Architekturstudium erfüllen, doch ausgerechnet ihre elitären neuen Freunde haben sie zugrunde gerichtet. Wutentbrannt beschließt Sarah, sich als Peyton auszugeben, um den verwöhnten High-Society-Zöglingen das Handwerk zu legen. Doch in New York angekommen häufen sich die Skandale und Geheimnisse, doch dann stolpert Sarah auch noch dem attraktiven Monroe in die Arme. Und dessen Lächeln könnte weitaus mehr gefährden als nur ihre Rachepläne. Und noch ein weiteres Buch erscheint am 13. März. Ich dachte, es wäre schon am 14., aber nein, es erscheint auch am 13. März. Und zwar das neue Buch von der lieben Kira Groh. Und da habe ich ja gerade erst ein Buch von ihr gelesen und bin einfach wieder begeistert von ihrem Schreibstil. Ich lese ihre Bücher einfach so gerne. Sie hat echt einen klasse Humor und den bringt sie in den Büchern auch super gut rüber. Und ich hoffe einfach, dass es in dieser Reihe genauso sein wird. Zeilenflüstern heißt das Ganze übrigens und ich lese euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vor. Seine Stimme bedeutet ihr alles, bis sie ihm begegnet. Jede Nacht lässt sich Clara von Noel Carter in den Schlaf flüstern. Dabei kennt sie nur seine Stimme. Alles andere versteckt der Hörbuchsprecher hinter einem Pseudonym. Bis ihr erster Job bei der Sweet Lemon Agency Clara in ein Tonstudio führt, in dem ausgerechnet Noel auf sie wartet. Er soll ihre Werbetexte für eine sinnliche neue Kampagne einsprechen und hasst jedes Wort davon, denn für den gescheiterten Schauspieler sind die Aufnahmen ein weiterer Beweis dafür, dass er von niemandem ernst genommen wird, von niemandem außer Clara, die ihm zeigt, wie viel zwischen den Zeilen steht. Jetzt aber sind wir beim 14. März angekommen und da erscheint der dritte Band der Breaking Waves-Reihe. Das ist ja die Reihe, die später dann aus 4 Bänden besteht und wenn man alle 4 Cover so im Viereck nebeneinander legt, ergibt es ein großes Cover. Finde ich richtig, richtig witzig. Ich meine, man stellt sie sich niemals so ins Regal, wird nicht funktionieren, aber ich finde die Idee dahinter richtig schön und ich habe Band 1 und 2 bisher noch nicht gelesen, habe sie aber auf der Wunschliste. Vielleicht warte ich einfach, bis alle 4 Bände erschienen sind und arbeite sie dann ab. Muss mal gucken. Auf jeden Fall heißt es in Band 3.
Odina Bianti hütet viele Geheimnisse. Sie hat mit Noah, dem unverschämt anziehenden Bruder ihrer besten Freundin Avery, eine heimliche Affäre begonnen. Noah will mehr, doch Odina kann sich nach der gescheiterten Beziehung mit dem Vater ihres Sohnes auf keinen Mann mehr einlassen. Und Avery würde Odina nie verzeihen, wenn sie Noahs Herz bricht. Außerdem weiß Odina viel mehr über das Verschwinden ihrer alten Freundin Josie, als sie zugibt. Je mehr Zeit sie mit Noah und Avery verbringt, desto schwerer fällt es ihr, die Wahrheit zu verschweigen. Jetzt kommen wir, wie ich bereits zu Beginn erwähnt habe, zu der Reihe, die ein neues Cover bekommen wird. Es sind insgesamt 4 Bände einer Reihe plus ein 5. Zusatzband, in dem quasi jedes Pärchen aus den ersten Reihen ein Happy End geschrieben bekommt. Und ich würde euch jetzt einfach die Klappentexte von allen 4 Bänden vorlesen, beziehungsweise allen 5 Bänden vorlesen, und dann machen wir weiter mit der nächsten Neuerscheinung. Band 1 heißt Der Deal und der Klappentext lautet wie folgt. Hannah Wells ist verknallt, doch während die gewissenhafte Einserstudentin für gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen ist, bringt sie ihrem Schwarm gegenüber leider kein Wort heraus. Sie ist verzweifelt. Warum sonst hätte sie sich auf das Angebot von Garrett Graham, dem selbstverliebten, kindischen und vor allem sturen Kapitän des Eishockeyteams, einlassen sollen? Der Deal, sie gibt ihm Nachhilfe, damit er die Abschlussprüfung besteht, und er steigert Hannahs Popularität und damit auch ihre Attraktivität, indem er so tut, als wäre sie sein Date. Traurig aber wahr, der Plan könnte aufgehen. Band Nummer 2 heißt The Mistake. College-Eishockey-Star Logan ahnt nicht, dass er die richtige Frau am falschen Ort trifft, als er sich eines Nachts im Zimmer irrt und aus Versehen bei Grace im Bett landet. Das erste Kennenlernen verläuft dementsprechend verheerend. Trotzdem gibt ihm dieses hübsche, scharfzüngige Mauerblümchen fortan nicht mehr aus dem Kopf. Geht. Irgendwie muss er es schaffen, dass sie ihm eine zweite Chance gibt. Schade nur, dass Grace nicht vorhat, auf seine Annäherungsversuche einzugehen, wobei es ihr durchaus Spaß macht, diesem selbstverliebten Frauenheld dabei zuzusehen, wie er es immer wieder bei ihr versucht. Band Nummer 3 heißt The Score und im Klappentext heißt es wie folgt. Dean De Laurentiis weiß genau, was er will und wie man es bekommt, zumindest auf dem Spielfeld. Doch kann der draufgängerische Eishockeyspieler auch das Herz einer Frau gewinnen? Nach einer heißen Nacht mit Ellie Hayes ist es erstmals um den Herzensbrecher geschehen, vor allem, als sie ihm die kalte Schulter zeigt. Denn Ellie steckt gerade in einer Krise. Der College-Abschluss rückt immer näher und sie hat keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Außerdem plagt sie seit der Trennung von ihrem Freund Sean ein gebrochenes Herz. Da hat sie keine Nerven für neue Komplikationen in ihrem Liebesleben. Doch Dean hat sich in den Kopf gesetzt, Ellie zu erobern, auch außerhalb des Schlafzimmers. Band Nummer 4 heißt The Score und da heißt es wie folgt. Sabrina James ist ein echtes Powergirl. Sie hat ihre Ziele klar vor Augen und arbeitet hart dafür, sie zu erreichen. Das College hat sie bereits als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Jetzt bereitet sie sich auf ihr Studium in Harvard vor. Karriere als Anwältin scheint zum Greifen nah. Wenn es eines gibt, das Sabrina jetzt nicht gebrauchen kann, dann ist es Ablenkung. Dann tritt Tucker in ihr Leben und bringt alles durcheinander. Auch Tucker weiß ganz genau, was er will, Sabrina. Der Eishockeyspieler ist hin und weg von dem klugen, ehrgeizigen Mädchen und tut alles, um ihr seine Liebe zu beweisen. Doch Sabrina hat sich fest vorgenommen, sich durch nichts und niemanden von ihrem Weg abbringen zu lassen. Schafft Tucker es, ihr zu zeigen, dass man im Leben beides braucht, Karriere und Liebe? Der 5. Band ist, wie gesagt, ein kleiner Zusatzband, um allen Charakteren nochmal gerecht zu werden und denen noch ein Happy Happy End zu verpassen. Aber natürlich lese ich euch auch hier den Klappentext nochmal vor. Das Leben nach dem College ist für Garrett und Hannah, Logan und Grace, Dean und Ellie sowie Tucker und Sabrina nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt haben. Plötzlich stehen sie vor Problemen, auf die sie die Jahre am Campus nicht vorbereitet haben. Wie geht es nach dem Abschluss weiter? Werden sie wirklich zusammenbleiben? Wagen sie den nächsten Schritt? Schnell stellen sie fest, dass es leicht ist, einander zu lieben. Ein gemeinsames Leben zu beginnen ist dagegen viel schwerer. Einen Tag später gibt es ein neues Buch über Drachen. Dragon Games heißt das Ganze und irgendwie, dadurch, dass die Protagonistin auch Vic heißt, musste ich beim Zusammenstellen die ganze Zeit an Iron Flame und Fourth Wing denken. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu ähnlich wird oder dass ich nicht zu viele Parallelen darin entdecke, aber ich hätte schon sehr, sehr viel Lust, dieses Buch natürlich auch zu lesen. Wenn du dich zwischen der Liebe und deinem Traum entscheiden musst. Schon fast ihr ganzes Leben träumt Vic davon, einmal zu den legendären Drachenrittern zu gehören und den Kontinent auf einem Drachen zu bereisen. Allerdings ist Frauen der Zutritt zu der magischen Elite verboten.
Vic ist jedoch fest entschlossen, ihr Ziel zu erreichen und ist sogar bereit, sich dafür als Mann verkleidet, der Ausbildung zum Knappen zu stellen. Leider hat sie dabei nicht mit dem gefährlich attraktiven und zugleich arroganten Frauenhelden Sir James gerechnet, den sie nach dem Tod ihres Herrn zugeteilt wird. Während der Drachenritter sie im Training an ihre Grenzen treibt, beweist er ihr auf den Maskenbällen der Saison, dass er auch eine charmante Seite besitzt. Doch sollte er jemals von ihrer wahren Identität erfahren, könnte das ihren Tod bedeuten. Auch die liebe Marie Niebler bringt eine neue New Adult-Reihe auf den Markt und im März wird der Reihenauftakt dazu erscheinen. Not Worth Saving heißt das Ganze und im Klappentext heißt es wie folgt. Noah könnte ihren Sommer retten. Das ist zumindest Brooks Hoffnung, als sie nach 2 Jahren notgedrungen in ihre Heimatstadt an der Westküste Neuseelands zurückkehrt. Der attraktive Fremde wäre die perfekte Ablenkung von ihren Problemen, wäre er nicht der beste Freund ihres Bruders und somit tabu. Ausgerechnet mit den beiden soll Brooks sich 3 Monate lang um das Repair-Café ihres Vaters kümmern. Und während zwischen ihr und ihrem Bruder die Fetzen fliegen, sprühen bei Noah trotz aller guten Vorsätze verbotene Funken. Erst recht, wenn er der Einzige ist, der versteht, warum Brooke damals die Flucht ergriffen hat. Das nächste Buch erscheint im Hause Lux und da habe ich gerade die Woche die Bestätigung von der Bloggerjury bekommen, dass ich quasi bei der Leserunde mitmachen darf bzw. ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekomme. Für mich ist das immer eine sehr, sehr große Ehre, weil ich weiß, wie viele Leute sich auf diese Bücher bewerben und ich freue mich da auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Ich habe zwar noch nichts von Rebecca Ross gelesen und habe mit, wie heißt es, irgendwas mit Flüssen, auch natürlich ein Buch hier stehen, das ich auch auf meine 24-24 Liste gepackt habe, weil ich eben endlich was von ihr lesen möchte. Okay, jetzt wird es dann eben nicht das Flussbuch, sondern Divine Rivals, das am, lass mich kurz lügen, 19. März bei Lux erscheinen wird. Während ein erbarmungsloser Krieg zwischen den Göttern herrscht, versucht die 18-jährige Iris Winnow alles, um ihre Familie über Wasser zu halten. Weil ihr Bruder an der Front vermisst wird, nimmt sie einen Job bei der Oath Gazette an. Aber auch der arrogante Roman Kidd hat es auf die begehrte Beförderung zum Kolumnisten abgesehen. Obwohl zwischen ihnen ein erbitterter Wettkampf entsteht, fühlt sich Iris zu ihrem gutaussehenden Rivalen hingezogen. Denn was sie nicht weiß, Roman ist ihr mysteriöser Brieffreund, der durch eine magische Verbindung ihr Schreibmaschinen mit seinen wunderschönen Worten ihr Herz berührt. Doch der Krieg rückt näher und droht die beiden schon bald zu entzweien. Am 20. März kommt im Hause Goldmann eine neue Rom-Com auf den Markt und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe das schon sehr, sehr lange beim Bloggerportal auf meiner Merkliste und jetzt habe ich es auch endlich angefragt und ich habe es auch genehmigt bekommen und da freue ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber. Ich habe irgendwie momentan so ein bisschen mein Herz für Romcoms entdeckt oder meine Passion für Romcoms. Und mit Worst Best Men habe ich da bestimmt wieder sehr, sehr viel Spaß. Als Hochzeitsplanerin vor dem Trauertal stehen gelassen zu werden, ist nicht gerade optimal. Aber Lina Santos lässt sich nicht einfach unterkriegen. Wenn es mit dem privaten Glück nicht klappt, dann mit dem beruflichen. So ergreift sie eine einmalige Karrierechance und bewirbt sich als hauseigene Weddingplanerin eines Sternehotels. Um den Job zu bekommen, gilt es allerdings, noch eine letzte Bewerbungsrunde zu überstehen. Dafür muss sie ausgerechnet mit dem Marketing-Experten Max Hartley zusammenarbeiten, Bruder und Trauzeuge ihres Ex-Verlobten und derjenige, der damals ihre Hochzeit verhinderte. Lina sollte ihm ewige Feindschaft schwören, aber ohne seine Hilfe schwinden die Aussichten auf ihren Traumjob. Außerdem war er schon immer der charmantere der Hartley-Brüder. Vielleicht darf Rache in diesem Fall ja süß und heiß sein. Gerade vor kurzem haben wir ja mit ein paar Blogger-Mädels die Carlsen Highlights von 2023 für uns gekürt und haben da eine kleine Blogrunde gemacht. Ich hatte mich für die Chronica Arcana Band 1 entschieden und da erscheint jetzt der 2. Band im März. The Secret of Ink heißt das Ganze und ja, da Band 1 ein Highlight für mich war, werde ich Band 2 auf jeden Fall auch sehr zeitnah lesen. 2 magische Akademien, so gegensätzlich wie Licht und Schatten. Mit dem Start des neuen Semesters tauchen Mathia und Ellie noch tiefer in die verborgene Welt der hellen und dunklen Magie ein. Unterstützung erfahren sie dabei durch Atlas und Astra. Allerdings lässt die Nähe sie nicht nur mit verbotenen Gefühlen ringen, sondern auch mit gefährlichen Kräften. All das rückt in den Hintergrund, als die geheimnisvollen Wächter Jagd auf Mathia machen. Der seltsame Fluch war erst der Anfang und die düsteren Absichten der Wächter stehen und fallen mit der magischen Verbindung zwischen Mathia und Ellie.
sollten Sie das Netz aus Intrigen und den Geheimnissen der Vergangenheit nicht lösen, steht deutlich mehr auf dem Spiel als Ihr Leben. Das nächste Buch hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber den ersten Band davon tatsächlich auch nicht. Ich habe es nur immer wieder bei Evie gesehen, dass sie es halt liest in ihrer Story und habe mich tatsächlich auch noch gar nicht groß damit beschäftigt. Aber ich weiß, dass die Buchbubble sich damit beschäftigt, also wird es ja sehr, sehr viel Gutes beinhalten, was mich dazu veranlasst hat, es jetzt einfach auch auf meine Liste der Neuerscheinungen draufzusetzen, an denen ich mich ja tatsächlich auch selbst immer orientiere, wenn ich überlege, was für ein Buch ich mir als nächstes kaufen möchte. Also ich bin da auch selbst Inspiration für mich und mein Kaufverhalten, nicht nur für euch. Foxglove heißt das Ganze übrigens und ist der zweite Band der Belladonna-Reihe. Ich glaube, der erste Band heißt auch Belladonna, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, ich werde euch jetzt einfach den Klappentext vorlesen und dann machen wir weiter. Seit der Tod Signa verlassen hat, ist sie am Boden zerstört. Doch schon betritt sein Bruder Schicksal die Bühne. Da der Tod ihm seine Geliebte genommen hat, ist er auf Rache aus und spinnt Signa in ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen ein. Als ihr Onkel Elijah für einen Mord angeklagt wird, den er nicht begangen hat, müssen sich die drei zusammentun, um die Familie zu retten. Und Signa muss sich darüber klar werden, wo ihre Gefühle und Loyalitäten liegen. Am 28. März geht die Emerald Bay-Reihe in die dritte Runde. Band 1 hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Band 2 habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Aber vielleicht, wenn jetzt Band 3 erscheint, könnte ich 2 und 3 in einem Rutsch lesen, was natürlich auch förderlich für meine offenen Reihen wäre, die ich ja minimieren möchte. Das heißt, ich habe mit Band 1 hier eine offene Reihe im Regal stehen, müsste mir Band 2 und 3 dann jetzt bestellen und könnte dann einen Haken auf meine Liste der offenen Reihen machen. Das fände ich sehr, sehr schön. Lexi hat es geschafft. Endlich kann sie vom australischen Outback nach Emerald Bay ziehen, um dort Meeresbiologie zu studieren. Das wollte ich tatsächlich auch mal studieren. Nur kleiner Funfact am Rande. Doch dann läuft sie Jake Mills über den Weg, Sohn der renommiertesten Meeresforscher und Lexis größter Albtraum. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, das weiß Lexi schon, seit sie Jake vor 2 Jahren beim Whale-Watching kennengelernt hat. Als die beiden demselben Studienprojekt zugeteilt werden, möchte sie am liebsten abhauen. Doch ihr Traum von einer Zukunft in der Meeresbiologie erfüllt sich nicht von allein. Nach und nach merkt sie, dass Jake etwas verbirgt, das ungeahnte Gefühle in ihr weckt. Steckt hinter seiner Fassade doch mehr, als Lexi denkt. Und auch die liebe Brittany C. Cherry bringt am 28. März ein neues Buch auf den Markt, beziehungsweise Lux bringt ihr neues Buch auf den Markt. Und Brittany C. Cherry ist halt einfach die Queen of Emotionen. Ich habe mich über die Widmung aus Band 1 ihrer, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, Coldest Winter-Reihe, sehr kaputt gelacht, weil sie das Buch allen Männern auf Tinder quasi oder auf Dating-Apps gewidmet hat. Und ja, die Widmung ist sehr witzig. Also wenn ihr mal kurz lachen wollt, dann schaut euch mal die Widmung zu Band 1 an oder in Band 1. Aber es erscheint eben jetzt der zweite Band, der da heißt, Wenn der Frost dein Herz berührt. Ihre Titel sind immer sehr philosophisch und ich kann mir einfach nicht merken, welche Reihen zusammengehören, weil auch ihre Cover leider sehr, sehr ähnlich aussehen. Also wenn nochmal ein neuer Brittany C. Cherry Reihenauftakt auf den Markt kommt, hoffe ich, dass dieser nicht weiß, rosa, pink, bläulich sein wird und mich nicht weiter verwirrt. Starlet Evans ist eine Perfektionistin, die genau weiß, was sie vom Leben will. Doch als sie ihren Freund ausgerechnet an ihrem 21. Geburtstag beim Fremdgehen erwischt, bricht für sie eine Welt zusammen. Am Boden zerstört lässt sich Scarlett von ihrer besten Freundin dazu überreden, ihren Geburtstag nicht aufzugeben und diesen auf einer College-Party ausklingen zu lassen. Dort trifft Scarlett auf Milo, der sie mit seinen grünbraunen, traurigen Augen sofort in seinen Bann zieht und unvergleichliche Gefühle in ihr auslöst. Starlet beschließt, für diese eine Nacht jegliche Vernunft hinter sich zu lassen, ohne zu ahnen, dass sie Milo schon ganz bald wiedersehen wird. Ihr ist ihr neuer Lehrer. Also ich glaube, da sollte das er aus dem letzten Klappentext hin, denn er ist ihr neuer Lehrer. Und last but not least bringt auch die liebe Annabelle Steel im Hause Lux ein neues Buch auf den Markt. Es ist der zweite Band ihrer Irland-Reihe, die ich leider auch noch nicht gelesen habe, aber ganz, ganz dringend machen möchte, was allerdings auch wieder eine neue offene Reihe wäre. Deshalb muss ich mich mal schlau machen, wie viele Bände es hier geben wird. Wenn es nur 2 sind, könnte ich die ja in einem Rutsch lesen und dann würde die Reihe gar nicht
oder nur kurzweilig auf meiner offenen Reiheliste liegen. Man kann sich alles schön reden, ich weiß. Nach ihrem Erasmus-Semester kann Serena dank eines Stipendiums im irischen Cork bleiben und dort ihr Kunststudium fortsetzen. Außerdem findet sie in der Obdachlosenhilfe vor Ort ein neues Herzensprojekt, dem sie sich mit Feuereifer verschreibt. Ihr einziges Problem, eine Wohnung zu finden. Schließlich landet sie in einer reinen Männer-WG und nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn sind die vier bald ein eingespieltes Team. Besonders Aiden mit seinen zahlreichen Tattoos und dem schiefen Lächeln hat es ihr angetan. Was sie nicht ahnt, der Mann, der ihr Herz zum Rasen bringt, ist der Sohn des Bürgermeisters, der versucht, ihre Arbeit zu sabotieren. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im März erscheinen, die für mich ansprechend klingen oder die in meinem Beuteschema liegen würden. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, welche Bücher ihr im März auf eurer Wunschliste habt, ob da vielleicht auch welche dabei sind, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ich packe euch meine natürlich wie immer unten in die Infobox. Da gibt es den Link zu Thalia und Amazon und das sind natürlich wie immer Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber eins der Bücher kauft, dann kriege ich eine kleine Verkaufsprovision. Aber euch kostet es nichts mehr. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!